nicht wahnsinnig geworden? Was wollen Sie mit 6 Gläsern eingemachtem Obst? Du kommst auch nicht mal mehr mit Mundkorb weg, Mann. Dann antworten Sie. Entschuldigung. Ist das alles? Es ist nun mal so mit uns 600.000 armen Leuten in der Bundesrepublik. Personalien haben Sie auch? Ja, bitte. Ist gut, hauen Sie ab, Herr Kuschel. Hauen Sie ab! Warum haben Sie denn wieder so schlechte Laune, Herr Klipp? Es gehen Ihnen diese ewigen kleinen Einbrüche nicht auf die Nerven? 5 Jahre Einbruchsdezernat. Mensch. Einmal so ein richtiges großes Ding. Sie denn für grüne Augen? Hm? Entschuldigen Sie, ich hab's nicht böse gemeint. Ja, meine Damen, soll ich ihn verschießen? Ich bin 005, 2 Nummern besser als der Berühmte. Soll ich Sie ihn beweisen? Wenn Sie wollen. Ja. So ein Bär da hinten. Ein Bären? Ich schon. Ja? Und ich so eine Lampe. Ein Bär, eine Lampe. Jawohl, sofort. Ach, das hier gefällt mir eigentlich ganz gut. Einmal her, das gilt nicht. Dieses Gewehr ist nicht mehr in Ordnung. Ist nicht mehr in Ordnung? Oh, das macht nichts. Ich schieße sehr gern mit kaputten Gewehren. Halt! Ja, zahlen bitte. Entschuldigung, da habe ich es hingelegt. Ja, dann wollen wir mal. Was ist das? Toll. Naja, das geht ja für den Anfang. Nur ziehen Sie mal munter weiter. Und nun? Antworten. Nein. Also, hast du was mit diesem Fall? Red doch keinen Unsinn. Warum antwortest du mir dann nicht? Weil ich keine Lust habe, ewig auf deine Verdächtigungen zu antworten. Morgen behauptest du noch was, ich hätte was mit dem alten Paul. Weil ich auf graue Haare stünde. Ich hätte dich albern tun. So, ich sage dir, lass wenigstens das Kind aus dem Spiel. Hör auf mit deinem Muttersöhnchen. Los, hau ab, geh deine Figuren ölen. Ich krieg doch alles aus, eines Tages. Pass bloß auf. Ja, ja. Du mit deinen scheiß Gespensterseher rein. Verschwinde, Mensch! Nochmal 12. So, mein Lieber, ziehen Sie mal fleißig weiter. Ja, das wär's dann. So, jetzt krieg ich 3 Mark zurück und Sie, meine Damen, haben die freie Auswahl. Was darf's denn sein, hm? Alles steht zu Ihrer Verfügung, nur der Besitzer nicht. Darf man mal wirklich? Ja, das dürfen wir wirklich. Das wollen Sie haben. Hm? Die Lampe? Die Lampe? So, Dankeschön, die Lampe. Und Sie, was möchten Sie haben? Den gelben Bären dahin. Ah ja, den gelben Bären dahin, bitte. Ja, das hübscheste Gesicht. Ja? Darf ich mal? Entschuldigen Sie. Es war meine Ehre und ein Vergnügen, meine Damen. Hallo, Gabi, da seid ihr hier. Guck mal, Charlie, was seid schon Bären. Hey. Ja, Vergnügen. Mal zu, ja, klasse. Verzeihung, wollen Sie rein? Naja, ich wollte schon immer mal die Wahrheit wissen. Herein. Bitte. Nehmen Sie
Platz, Herr. Bitte. Dankeschön. Was kann ich für Sie tun? Naja, ich hätte gern so eine... Eine Beratung? Eine Beratung, ja. Einen Moment. Geben Sie mir bitte Ihre linke Hand. Ende 30, einigermaßen gesund. Bis auf den Magen, der muckt manchmal ein wenig auf. Aber sonst ist die Lebenslinie sehr stark und gut durchgebildet. Na, in der Liebe ist nicht viel los. Kann ja noch kommen. Ziemlich schmal, der Beruf. Ist ein seltsamer Beruf. Kopfarbeit. Und irgendwie gefährlich. Giftgaschemiker? Atomphysiker? Nein, nein, so was Grässliches sind Sie nicht. Das könnte man an den Augen sehen. Also mit dem Magen stimmt schon. Na, bitte kein Wort. Ich gucke in die Karten. Ja. Würden Sie bitte mischen? Ich? Ja. Und? Ja, danke. Hey. Oh, oh. Komfort. Das macht nichts. Stecken Sie rein. So, Es ist gut, es ist gut. Und jetzt bitte mit der linken Hand. Ja. Dreimal abheben. Zum Herzen. Gut. Aha. Aha. Ja. Also, Stange besser. Das sind Sie. Und das ist das große Haus mit der guten Nahrung. Sind Sie etwa Beamter? Beamter mit einer gefährlichen Tätigkeit? Sie sind Polizist? Aber Kopfarbeit? Ich hab's. Sie sind von der Kripo. Reizend. Maigret legt sich die Karten. Maigret? Ihre Fantasie in allen Ehren, gnädige Frau, aber... Ja. Der kurze Weg, der gefällt mir nicht. Böse Aufregung, Trubel um einen dunklen Herrn. Das muss nicht die Haarfarbe sein, das kann auch der Charakter sein. Schlechte Erlebnisse, schlechte Nachricht. Ja. Aber er löst sich auf. Also im Ganzen keine schlechte Karte. Nur der dunkle Herr. Eine Frage. Glauben Sie das eigentlich, was Sie so sagen? Gewiss. Auch was Sie sich eventuell selbst prophezeien? Berufsgeheimnis. Gehört der Mann zu Ihnen? Was denn los? Niemand am Bleistein! Gehört der zu Ihnen? Ja, freilich. Wer sind Sie eigentlich? Kriminalpolizei. Alle Leute müssen hier bleiben und halten Sie die Leute fest, die noch rauskommen. Mal langsam, langsam. Beeilen Sie sich bitte. Alles hier bleiben! An der Pass!
denn hier los? Da ist einem schlecht. Ich will aber mein Geld wieder haben. Keine Sorge, geht doch gleich weiter. Das kann jeder sagen. Dann stellen Sie doch mal den Krabber. Wir kommen Sie in Rathaus. Und Sie sind so freundlich, laufen Sie zur Polizeiwache rüber. Die sollen drei oder vier Mann hier schicken. Und die Mordkommission alarmieren, ja? Auch das noch. Bitte beeilen Sie sich. Sie können doch nicht einfach den ganzen Betrieb lahmlegen. Lass doch, Bertha, das hat doch keinen Sinn. Würden Sie mir freundlicherweise Ihren Namen sagen? Bertha Weber. Gut, Frau Weber, dann sind Sie doch so nett und holen mal alle Leute zusammen, die hier zu diesem Laden gehören. Und ja, vor allen Dingen müssen Sie Ihren Chef informieren, ja? Der soll herkommen, aber schnell. Der Boss? Ja. Ja, aber der ist doch... Cool, sein. Der liegt doch da am Wagen. Man kann einem ja schließlich sagen, was los ist. Mit welchem Recht wird man hier eigentlich festgehalten? Ich muss weiter. Oder glauben Sie, es macht mir Vergnügen, hier auf dem Repräsentierteller zu stehen und mich angaffen zu lassen? Bloß weil irgendjemand zusammengebrochen ist beim Gespensterbegucken, soll doch wegbleiben, die Leute, wenn die schlecht zu Fuß sind mit ihrem Nervenkostüm. Der Mann ist tot. Ach so? Ja. Das ist ja traurig. Aber was können wir schon ändern? Ich bin kein Arzt. Und bei Herzinfarkt ist sowieso kaum was zu retten, oder? Naja, ich muss weiter. Sie bleiben bitte. Glauben Sie mal, wie reden Sie denn mit mir? Ich bin Kreistagsabgeordneter. Ja, Moment mal. Wenn Sie Minister sind, Sie bleiben hier, halten sich zur Verfügung, bis die Mordkommission da ist, klar? Mord? Ja. Oje. Aber ich bin doch... Ich habe doch... Ja, dann können wir feststellen, was Sie sind und was Sie haben. Und jetzt werden Sie warten. Verstanden? Jawohl. Ich muss mich um etwas Geduld bitten, meine Herrschaften. Es tut mir sehr leid, es ist eine dumme Sache passiert, aber wir brauchen Ihre Personalien und Ihre eventuellen Beobachtungen. Ja, ich bitte Sie, mir verstehen. Ja, Dezernat, nicht? Clip vom Einbruchsdezernat. So Einbruch? Ja, ich bin rein zufällig hier. Ob ich bei Einbruch so prima reagiert hätte wie Sie beim Mord, Herr Clip, das möchte ich nicht mit Sicherheit behaupten. Kompliment. Woher wissen Sie das alles? Oh, ich habe einen Fernseher. Ah, jetzt müssen wir uns nur noch mit dem Mädchen da unterhalten. Das ist Frau Weber. Dankeschön. Frau Weber, bitte. Also, der Tote heißt Forster. Wie war sein Vorname? Otto. Was wollte er eigentlich platzieren? Maschinen inspizieren, das macht er neuerdings selbst. Paul war ihm zu unsicher geworden, verstehen Sie? War er ein tüchtiger Chef? Ja, er hat alle auf Vordermann gebracht. Fehler hat er keine? Gelegentlich hat er auch mal eingekippt. Aber darum wird noch keiner erschossen. Hatte er Feinde? Naja, wissen Sie, hat ja wohl jeder mal, nicht? Ich weiß keinen, absolut keinen. Aber Fabian muss sauer auf mich sein. Nur nicht so sauer, dass ich ihn umlegen, wissen Sie? Von der Familie? Ja. Was ja? Frau, Kinder, wie viele? Ja, die Frau ist ja nun wohl Witwe. Ich meine, gibt es auch Kinder? Ja, zwei. Ein Baby und ein Junge. Wie alt ist der? So 5, 6. Wo ist die Familie jetzt? Da, um die Ecke. Danke, Frau Weber, das reicht vorläufig. Blöde Räume. Ja, man kommt in die Jahre. Ja, kommen Sie mit.
Entschuldigung. Aber ich hatte schon zweimal geklopft. Ich heiße Konrad. Schlipp. Sind Sie Frau Forster? Ja, bitte. Ja, ich nehme an. Ich weiß nicht, ob man ihn. Aber ich glaube, Sie wissen, dass. Ja, mein Mann. Er ist tot, nicht wahr? Ja, ja. Sie müssen mich jetzt leider entschuldigen. Ich muss das Essen fürs Kind machen. Wir kommen später wieder. Es tut mir leid, aber ich habe doch noch ein paar Fragen an Sie. Ja, in einer halben Stunde. Seltsam, wie sie gelächelt hat, ne? Ja, ja. Wer von Ihnen ist der Vertreter des Chefs? Sie heißen? Warum? Gut, dann sage ich Meier zu Ihnen. Ich wüsste gar nicht, was ich mit der Kripo zu tun hätte. Ich weiß nicht, ob Sie mitgekriegt haben, dass hier vor ungefähr einer Dreiviertelstunde ein Mord geschehen ist. Jemand hat auf Ihren Boss geschossen. Ich muss gestehen, dass es mir vollkommen gleichgültig ist, wer ihn auf dem Gewissen hat. Aber ich werde dafür bezahlt, dass ich es rausfinde. Und ich kann Ihnen versichern, mein junger Freund, dass ich alles tun werde, um es rauszufinden. Das ist mein Job. Mache ich, wie der Bäcker Brötchen backt oder der Pastor predigt. So, nicht? Haben Sie mich verstanden? Paganini. Wie bitte? Wollen Sie uns auf die Schippe nehmen? Nein, Herr Kommissar, der Alfred heißt wirklich so. Mein Großvater war aus Genua. Naja, also schön, Herr Paganini. Wenn Sie der Vertreter des Herrn Forster sind, dann sorgen Sie doch bitte mal dafür, dass ich mit meinem Kollegen hier die Strecke abfahren kann. Aber ein bisschen langsam, wenn Sie es einrichten können, ja? Schon mal Geisterbahn gefahren? Ach, das ist lange her. War Forster eigentlich der Besitzer dieses Unternehmens? Nein. Wer ist es denn dann? Keine Ahnung. Ach, ihr wollt mal wieder die Bremse anziehen, was? Du kommt mal rüber, Freunde. Wer ist der Unternehmer? Wo wohnt er? Wo kommt er her? Außer diesen Pappmaché-Figuren irgendwas gesehen? Nein. Wissen Sie schon, woher der Schuss gekommen ist? Dem Einschuss nach muss der Mörder ungefähr 3 bis 4 Meter entfernt gewesen sein. Ja, er ist von der Seite getroffen worden. Ja, vermutlich. Wenn er sich nicht im Umfallen gedreht hat. Ja. Wissen Sie, ich bin ja nur Dilettant auf diesem Gebiet, aber ich finde, man müsste wissen, ob es noch irgendwo einen zweiten Ausgang oder Eingang gibt. Ah ja, Einbruchsdezernat. Ganz gut. Ich glaube, es gibt so eine Stelle. Ja, wo ist die? Wenn ich es richtig mitgekriegt habe, unmittelbar rechts neben der Spinne. Ah ja.
Mhm. Der Mörder hat also zweimal geschossen. Das ist der zweite Einschuss. Herr Konrad? Ja? Herr Paganini, bitte kommen Sie doch mal. Kennen Sie das? Nein. Das muss doch einer von Ihnen verloren haben. Beim Aufbauen helfen auch Fremde mit. Irgendwelche Typen, Kinder und so. Auf Fingerabdrücke oder so. Sagen Sie, Herr Konrad, brauchen Sie mich noch? Ach, Herr Klipp, ich habe mich schon so an Sie gewöhnt. Wollen Sie nie noch mal mit mir zu der jungen Frau gehen? Ja, wenn Sie meinen, gern. Ist der direkte Weg hier, nicht? Ja. Ah ja. Kommissar, horchen Sie mal. Herr Kommissar, ich muss Ihnen was sagen. Was gibt es? Wer sind Sie? Ich heiße Hahn und arbeite hier. Hauptsächlich muss ich auf die Maschinen gucken. Aber Sie müssen wissen, Herr Kommissar, der Otto, also der Förster, der war längst fällig, der Lump. Weiter? Es war ein solches Schwein, Herr Kommissar. Es ist vielleicht nicht recht, wenn ich das jetzt sage, wo er tot ist. Aber Sie müssen wissen, richtiger Lump. Ein Schweinehund war das, ein richtiger Verbrecher. Mal langsam, Herr Horn, beruhigen Sie sich doch erst einmal. Sie sind ja ganz aus dem Häuschen. Herr Horn, nehmen Sie eine Zigarette. Nein, danke, ich rauche nicht. Ich hab lieber das da hier. Also dann, Herr Horn, schießen Sie mal los. Was war das mit dem Förster? Also, Sie müssen wissen, Herr Kommissar, das ist eine B-Sache. Sache mit doppeltem Boden. Ich möchte nicht wissen, wie viel der auf dem Gewissen hat. Der Otto. Hey, Paul! Paul! Was machst denn du hier? Da vorne gibt's Arbeit, auch ein bisschen Dalli. Was wollten der von euch? Nichts. Wir haben ihn nach dem Wohnwagen von Forster gefragt. Aber der ist doch da drüben. Na ja, natürlich. Da drüben, ne? Aber lass mich von dem alten Aufkommen nur nicht erzählen. Der spinnt sowieso die meiste Zeit. Ja, das haben wir auch schon. Und wenn er was über den Chef sagt, dann können sie sowieso die Hälfte streichen. Die konnten nämlich nicht miteinander, weil Paul immer besoffen war. Na klar. Ja, die Hälfte reicht doch schon, um ein Gespräch mit dem Alten interessant zu machen. Wenn er gerade mal nüchtern ist, ne? Nein, die Wahrheit. Moment, Moment. Ich habe ganz vergessen, Sie wollten mich sprechen, nicht wahr? Ja, wir hatten uns verabredet. Ich bin im Begriff wegzufahren. Wohin wollen Sie denn? Zu meiner Mutter. Und wo bitte wohnt Ihre Frau Mutter? Ach, könnten Sie mir nicht bitte helfen? Ja, wir haben aber doch noch ein paar Fragen an Sie. Wissen Sie etwas von Feinden Ihres Mannes? Könnten Sie sich einen Grund vorstellen, ein Motiv, warum man ihm ans Leben wollte? War er irgendwie verändert in letzter Zeit? Ich meine, nervös, unruhig. Nein. Hatte er besondere Pläne? Nein, darüber hätte er mit mir gesprochen. Waren Sie glücklich mit Ihrem Mann? Ja, ich war glücklich mit meinem Mann. Ja, es wird sich nicht vermeiden lassen, dass wir uns später nochmal unterhalten. Selbstverständlich, Herr Kommissar. Sie wollen doch nicht mit dem Wagen und dem Koffer zu gleicher Zeit weg. Vielleicht kann man den Koffer quer über den Kinderwagen legen. Ist mir zu schwer. Soll ich Sie bringen? Ist es weit? Ein paar Schritte. Wir haben doch wohl hoffentlich nichts an der Bandscheibe, weißt du? Nee, wieso? Ah, warten Sie es ab. Merken Sie sich, wo der Wagen steht und kommen Sie noch mal her, ja? Vorsicht! Lass mich jemand durch, ja? Vorsicht! Vorbei! Hallo! Hey! Was ist der Karussell drin? Traumschütze! So, da sind wir. Ah.
Was denn? Hier sind Sie zu Hause. Ja, Madame Silvia ist meine Mutter. Nee. Sagen Sie mal, ich trage Ihnen das rein, aber was haben Sie da drin? Bleiplatten? Ich weiß es schon. Komm herein, mein Kind. Sie sind der Herr mit dem merkwürdigen Beruf. Ja. Kommen Sie rein. Gehört das mit zu Ihren Dienstvorschriften, Herr Klipp? Klipp stimmt doch. Ja, Klipp. Wo soll ich denn das Ding hinstellen? Hinter die Tür, bitte. Ja. Nee, wissen Sie, ich bin eigentlich mehr per Zufall als durch Diensteifer in diese Geschichte verwickelt worden. Woher wissen Sie es übrigens schon? Ein Arbeiter kam gleich, nachdem mein Schwiegersohn gefunden worden ist. Schreckliche Sachen. Ja, sicher, natürlich. Wollen Sie einen Schnaps mit uns trinken? Oh ja, danke, gern. Aber bitte nehmen Sie doch Platz. Nein, danke. Ich möchte eigentlich, ich müsste... Ja, hören Sie mal. So viel Zeit werden Sie doch wohl noch haben. So. Prost. Prost. Jetzt kann ich Ihnen irgendwie helfen. Nein, danke. Danke, mir kann keiner helfen. Das geht schon zurück, das ist immer zurückgegangen. Ja. Dann auf Wiedersehen. Grüßen Sie Ihre Frau Tochter schön und sagen Sie, sie soll die Ohren steif halten. Hm? Ja, ich helfe ihr so gut ich kann. Übrigens mein Kompliment. Sie haben mir doch vorhin einigen Trubel, Aufregung, ein bisschen Ärger vorher gesagt. War das so, ne? Das kann schon sein. Naja, ist genau eingetroffen. Jetzt warte ich nur noch auf den dunklen, gefährlichen Herrn und die Herzdame in der Diagonale. Also Wiedersehen. Ist das für mich? Ja. Wird das wohl noch lange dauern? Keine Ahnung. Ich habe eigentlich schon Feierabend und meine Frau hat Geburtstag. Ich kann schon sauer sein. Dann sollst du das nächste Mal einen Lehrer heiraten. Die sind schon mittags zu Hause, ne? Darf ich mal bekannt machen? Ja. Das ist Herr Klipp, ein Kollege von mir, Herr Zink, der Besitzer dieser Geisterbahn und einige andere Unternehmungen ähnlicher Art. 16. Sehr angenehm. Wie bitte? Ich sagte sehr angenehm. Ach so, pardon. Ich wollte nur sagen, es ist mir auch natürlich außerordentlich angenehm, Sie kennenzulernen, Herr Klipp. Entschuldigen Sie, mein Name ist so einfach, dass in die also meisten 16 Leute... meinte ich natürlich die Anzahl meiner Betriebe, verstehen Sie? Ah ja, sind das alles Geisterbahnen? Keineswegs. Zwei Geisterbahnen, vier Autoscooters, drei Raupenbahnen, zwei Go-Kart-Rennbahnen und noch fünf verschiedene andere. Und dann ist da noch eine tolle Maus, falls Sie sie kennen. Nee, tolle Maus kenne ich nicht. Sie, Herr Konrad? Nein, bedauere ich auch nicht. Also die tolle Maus, das ist ein Schlager. Sie besteht aus 7 Trägern, ja? Und an jedem Ende befindet sich so ein kleiner Wagen, bitte, aus dem man vielleicht ausstürzt. Bei Gelegenheit gern, es interessiert mich außerordentlich, aber im Augenblick verstehen Sie... Na gewiss, Herr Kommissar, gewiss, verzeihen Sie. Mein Beruf, das müssen Sie wissen, das ist mein Lebensinhalt. Da geht es manchmal mit einem durch, verstehen Sie? Ja, wir sind ja auch fürs Erste hier fertig. Herr Zink will die Geisterbahn abbauen und anderswo aufbauen lassen, gleich morgen früh, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Ja, also morgen früh lasse ich abbrechen und verladen. Es erscheint vielleicht etwas übertrieben, aber also es spielen da Dinge mit, die gewissermaßen als mystische grenzen, verstehen Sie? Als mystisch? Ja. Also Aberglaube, wenn Sie so wollen, meine Herren. Also wir Schausteller arbeiten nur ungern da weiter, wo der Tod... Na, Sie wissen schon, ne? Was gibt's denn? Haben Sie schon bei der Bahn gefahren, wenn wir auf der Rampe sein müssen, Chef? Ob ich... Sie wollen ganz dicht! Habe ich Sie zum Nachfolger von Forster gemacht, damit ich Ihnen die Arbeit abnehme? Da kümmern Sie sich gefällig selbst um Ihre Verladerei! Und wie Sie kommt, wenn ich mitten darf! Mit diesen Leuten muss man so umgehen, sonst werden sie aufsässig. Ja. Als dann, Herr Zink. Ach, Herr Kommissar, wenn ich Sie noch ordentlich spreche. Ja. Es
gibt. Die Toni Forster ist die Tochter von der Madame Sylvia, der Wahrsagerin. Also schönen Dank, Herr Klipp. Sie haben mir sehr geholfen. Vielleicht sehen wir uns bald mal wieder. Ja. Privat beim Glas Wein. Ist sehr fein. Wiedersehen, Herr Konrad. Wiederschauen, Herr Klipp. Herr Konrad schickt mich. Danny. Ist der Krankenwagen noch nicht da zum Donnerwetter? Muss jeden Augenblick kommen, Herr Doktor. Was ist es denn? Ah, ich denke Schädelbruch. Paul! Onkel Paul, was ist denn passiert? Wie ist es denn geschehen? Keine Ahnung. Karl hat ihn gefunden. Aha. Sie haben ihn also gefunden? Ja. Vor einer halben Stunde ungefähr. Ja, dann erzählen Sie mal, Mann. Im Zelt. Wir hatten die Plane schon halb runter und wollten gerade den Binder runterlassen. Und da habe ich was poltern hören. Aber ich habe mich nicht gleich drum gekümmert. Poltert ja immer mal was. Ja. Aber dann habe ich gemerkt, dass es drüben, wo der Paul die Bespannung losmachen sollte, nicht weitergeht. Und sehen konnte ich ihn auch nicht mehr. Ja, da bin ich rüber, um nachzugucken. Und da lag Paul. Direkt neben seinem Kopf einer von den schweren Bindern. Ich habe die anderen gerufen. Und die haben ihn hierher gebracht. Und einer ist los zur Wache. Ja, das wär's eigentlich. Sagen Sie, dieser, wie heißt dieses Ding? Binder. Dieser Binder ist ihm also von oben auf den Kopf gefallen, glauben Sie? Ja, muss ja wohl, ne? Von unten geht's ja wohl nicht. Was wiegt denn so ein Binder? Ja, ein paar Kilo. Ach, das möchte ich mal sehen. Zeigen Sie mir noch mal, ja? Nein, er darf nicht sterben. Beruhigen Sie sich doch. Ich muss Ihnen was sagen. Ja? Was ist denn? Herr Kommissar, ich weiß, warum Otto. Und jetzt haben sie mich auch. Die verfluchte Kontakte. Aufpassen. Gefährlich. Doppelt. Der Boden.
Onkel Paul? Onkel Paul? Ihr habt ihn umgebracht. Ihr Schweine! Ihr habt ihn ermordet! Kommen Sie, Frau Forster, ich bringe Sie zu Ihrer Mutter. Ich komme gleich wieder. Bis dahin wird hier nichts verändert. Verstanden? Frau Forster, waren Sie mit Herrn Horn verwandt? Ja, wieso? Ach, weil ich Onkel gesagt habe. Ja. Sagen ja alle. Hm. Das ist der Älteste hier und war schon seit 10 Jahren dabei. Hatte Ihr Mann Streit mit ihm? Nein. Jedenfalls weiß ich nichts davon. Ja. Owen. Sie sind sehr nett, Herr Klipp. Ich habe nie gedacht, dass ein Polizeibeamter so nett sein kann. Danke. Ich weiß gar nicht, ob das so unbedingt ein Kompliment ist, aber naja. Frau Forster, ich muss Sie noch was fragen. Warum haben Sie gesagt, Paul Horn sei ermordet worden? Habe ich das gesagt? Ja. Naja, ich war ja auch ganz außer mir. Moment mal. Das ist ja noch nicht unbedingt ein Grund, dass man sowas sagt. Ne? Erzählen Sie mal, was Sie wissen. Toni, was ist denn los? Onkel Paul ist ermordet worden. Geh hinein, leg dich hin, Kind. Sind Sie schon wieder da, Herr Klipp? Es tut mir leid, ich kann es mir auch nicht aussuchen. Paul Horn ist von einem sehr schweren Eisenbinder getroffen worden. Es war ihm nicht mehr zu helfen, er ist tot. Ihre Tochter hat so einen kleinen Zusammenbruch gehabt, darum habe ich sie gleich hierher gebracht. Sie hat wohl sehr an dem Mann gehangen, was? Er hat sich ein bisschen um Sie gekümmert. Wollen Sie auf einen Schnaps hereinkommen? Danke, das ist sehr freundlich von Ihnen, aber ich habe noch einen ziemlichen Arbeitstag. Guten Morgen. Ja. Ihre Tochter wird noch eine ganze Reihe von Fragen beantworten müssen. Nein, nein. Ich fürchte, es wird nichts dabei herauskommen. Sie hatte keine Ahnung. Sie hat ihren Mann geliebt und lebte deshalb wie eine Taubstumme unter all diesen Leuten. Man wird aber von ihr wissen wollen, warum sie glaubt, Paul Horn sei eines gewaltsamen Todes gestorben. Glaubt sie das? Das hat sie jedenfalls gesagt. Ach, im Schrecken sagt man so manches. Sie sollten lieber da oben anfangen zu fragen. Da oben? Was orakeln Sie denn jetzt wieder? Madame Sylvia, wiedersehen. Na, gibt's was Neues? Die Leute wissen halt gar nichts, die Leute zum Frühstück. Ach, Herr Paganini, entschuldigen Sie bitte einen Augenblick. Könnten Sie mir mal die Adresse von Herrn Zink aufschreiben? Ist das die Privatanschrift? Nein, die Büroanschrift, eine andere kenne ich nicht. Ah ja, danke schön. Wenn es irgendwas Neues gibt, könnte es ja gleich Herrn Kommissar Konrad mitteilen, der bearbeitet Ihren Plan. Vielen Dank, Wiedersehen. Wiedersehen. Was, den kennen Sie auch nicht? Also, um ein Krokodil zu fangen, braucht man ein Boot, ein Fernglas, eine Pinzette, eine Streichholzschachtel und irgendein langweiliges Buch. Da fährt man mit dem Boot in die Gegend, wo die Krokodile sind und liest da in einem langweiligen Buch. Ja, da kommen die neugierigen Krokodile angeschwommen. Herr Kommissar. Ach, mitten in die Pointe. Was ist denn? Da ist jemand am Telefon, der lässt sich einfach nicht abwühlen. Meine Frau. Ich glaube, ein Kollege, der nicht mehr weiter weiß. Ja, dem Mann kann geholfen werden. Mit den Krokodilen, das geht gleich weiter. Ja, hier Konrad. Ja, hier Klipp. Entschuldigen Sie, dass ich Sie störe, aber ich müsste Ihnen den Fall ja mal übergeben, ne? Haben Sie denn meinen Zettel nicht gefunden? Der muss doch auf Ihrem Schreibtisch liegen. Ja. Auch die Meldung vom Labor, dass auf dem Messer keine Fingerabdrücke sind. Oh, da muss ich Ihnen mal fragen. Haben Sie den Zettel gesehen? Ja, ich habe mit dem Boss gesprochen. Sie übernehmen den Fall. Beamte müssen ja nicht immer stur sein, sagt der Boss. Ja, ich habe eigentlich nicht die Absicht, meine Arbeit vollkommen...
Ah ja, der Zettel ist da. Uns fehlen zurzeit 11 Leute in der Abteilung. Lehrgänge, ein Unfall. Wenn ich jetzt nicht... Tag, Herr Kornwald. Ach, Tag, Herr Kusmin. Und wenn ich jetzt nicht endlich mein Rheuma auskuriere, dann falle ich in Kürze dem Steuerzahler als Frührentner zur Last. Ja, also gut, ich mach's. Gute Besserung. So, ich fahre jetzt mal zu diesem Zink. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ah ja, bei den neugierigen Krokodilen. Ja, die kommen also angeschwommen, lesen in dem Buch und schlafen natürlich auch ein. Da man aber eher eingeschlafen ist, wacht man natürlich auch eher wieder auf. Da nimmt man das Fernglas, dreht es um, dann sind die Krokodile ganz klein. Dann nimmt man die Pinzette, tut sie in die Streichholzschachtel, macht die Streichholzschachtel zu, steigt in das Boot und rudert gelassen wieder nach Hause. Nicht komisch. Söhne, guten Tag. Ich verbinde. Herr Zink ist leider nicht im Hause. So, so, er ist nicht im Hause. Weshalb haben Sie dann gefragt, in welcher Angelegenheit ich komme, wenn er sowieso nicht zu Hause ist, Ihr Boss? Herr Zink ist vor 11 Uhr nie im Büro. Ich will nicht wissen, wo er wann nie ist und wo ich ihn jetzt gleich erreichen kann. Bestimmt zu Hause. Und wo ist das? Feine Gegend. Herzlichen Dank. Ist Herr Zink hier vorbeigekommen? Ich weiß gar nichts. Ich weiß überhaupt nichts. Ich habe heute noch gar nichts gesehen. Wirklich? Nachfrag. Lassen Sie sich eine Gehaltserhöhung geben. Ich möchte gerne Herrn Zink sprechen. In welcher Angelegenheit? Kriminalpolizei. Reden Sie näher, ich werde nachsehen. Dankeschön. Sehr freundlich, danke. Gefällt mir gar nicht. Nein. Warum nicht, Herr Klipp? Das stimmt doch. Ja, ganz recht, Klipp.
Ach, wissen Sie, ich habe was gegen kosmetisch behandelte Natur. So ein bisschen Sauerampf, ein paar Disteln, hier und da ein Löwenzahn. Naja, und vor allen Dingen Fußstapfen auf Ihrem Rasen. Das würde mir gefallen. Geschmackssache. Was kann ich für Sie tun, Herr Klipp? Ich hätte ein paar Fragen an Sie. Sie? Ja, ich. Man hat mir den Fall übertragen. Aber bitte. Kommen Sie mit mir in mein Arbeitszimmer. Ja. Darf ich vorausgehen? Bitte. Bitte nehmen Sie Platz, Herr Klipp. Dankeschön. Einen französischen Cognac? Danke, nein, sehr freundlich. Eine türkische Zigarette? Ja, da sage ich nicht nein. Dankeschön. Aufgegeben. Erlauben Sie. Sehr freundlich. Danke. Herr Zink, haben Sie eine Vorstellung, warum Otto Forster erschossen worden ist? Nein. Heute Morgen ebenso wenig wie gestern Abend. Das ist mir völlig rätselhaft. Sie wohnen sehr schön, Herr Zink. Sie sind sehr kostbar eingerichtet. Bringen eigentlich Ihre Betriebe inklusive Tolle Maus so viel ein oder haben Sie noch irgendwelche Nebeneinkünfte? Ich weiß nicht, was diese Frage mit dem Mord an Forster zu tun haben sollte, aber da Sie drauf bestehen, also gut. Ich habe dieses Haus günstig erworben, ich habe einige Wertpapiere geerbt und viele Einrichtungsgegenstände sind Geschenke. Na ja, Geschenke von begeisterten Geisterbahnbesuchern, was? Sie haben eine merkwürdige Form, ein Verhör zu führen. Oh nein, Herr Zink, kein Verhör. Eine kleine Plauderei war das, weiter nichts. Thank you.
Ich hätte gerne Thüringer Bratwurst. Thüringer? Also so, Pech, die habe ich gerade erst auf der Rost gelegt. Alles annehmen ist fertig. Warte, ja, Moment, warte, ja, geduldig sich. Ich komme gleich danke, wieder. Danke. Meister, kommen Sie. Ja. Die Thüringer Bratwurst ist fertig. So, frisch vom Rost. 1,20 Mark. 1,20 Mark? Ja. Ach, sagen Sie nur. Ach, na, no. Also bin ich dann Rotschild. Ich kann doch nicht dauernd Großgold. Bitte haben Sie dann nichts mehr. Was ist denn? Was ist denn? Hallo Sie! Hier! Ihnen hier 50 Mark! Jesus, das ist aber teuer, was? Ihnen wird schon noch was einfallen. Hm. Man muss eben jeden Job gelernt haben. Mit mir wird das nichts. Jetzt trinken Sie erst mal was. Moment mal. Ja? Nehmen Sie mir noch mal einen Güterbahnhof. Zur Grenze. Nee, danke, danke. Das genügt. Vielen Dank. Ja. Seit einer Stunde werden Sie verladen. Eine Zugmaschine, zwei Wohnwagen und zwei Packwagen. Und wohin wollen Sie jetzt? Natürlich zum Bahnhof. Ist da mit dem Koffer etwa was faul? Ich kapiere das alles noch nicht. Warum gehen Sie nicht hin und greifen ein? Ich brauche noch ein paar Beweise. Ist denn im Koffer etwa eine Leiche? Nein. Sagen Sie, wann wird denn der Zug auf die Strecke zur Grenze gebracht? 2 Minuten. Und wie lange braucht er bis zur Grenzstation? Weniger als eine halbe Stunde. Tolles Auto. Als solche Leute es nötig haben, krumme Sachen zu machen? Mhm.
Von der Kripo oder von der Zollfahndung? Für die Zollfahndung bin ich nicht hübsch genug. Tja, okay, wollen wir mal sehen, ob Sie recht haben. Was tun Sie denn sonst in solchen Fällen? Wir nehmen die Leute fest und holen die Kripo. Manchmal tun wir auch so, als merken wir nicht. Herr Krissin, ich bin hinter einem Mörder hier. Ach, Sie meinen der Mann mit dem Koffer? Nein, nein, der nicht. Der Mörder fährt gerade nach Hause, das hoffe ich jedenfalls. Also dieses Haus sollten Sie mal sehen. 15 Zimmer schätze ich. Aber nein. Überall Teppiche, echte Teppiche, 40 Quadratmeter groß. Und dann Bilder in Öl und Essig gemalt. Glauben Sie, so viel Geld verdient einer mit einer Geisterbahn und mit Karussells? Außerdem hat er noch Lilliputaner. Was, Lilliputaner? Ja. Ach so, die zeigt er auf Jahrmärkten. Nein, nein, die arbeiten bei ihm. Einer sitzt in der Telefonvermittlung in seinem Büro und die kleine Dame, die macht ihm einen Haushalt. Also so klein. Also ich weiß nicht, mit sowas Kleinem, wie geht das? Machen Sie das mal auf. Ich sag Ihnen doch, das ist Werkzeug. Machen Sie mal auf. Da ist doch bloß Werkzeug drin. Wie oft soll ich Ihnen das sagen? Gar nicht mehr ist genug. Ist das angegeben auf der Liste? Ja, hier. Metallkiste mit Werkzeug. Na schön. Na bitte. Ja, kommen Sie, kommen Sie. Machen Sie trotzdem mal auf. Ich fahre nun schon das 15. Mal über die Grenze. Aber sowas ist mir noch nie passiert. So? Packen Sie doch mal weiter aus. Sehen Sie, das ist alles. Darf ich mal? Gibt es ja einen Zollstock? Sehr schön. Danke. Millimeter? Was? Ja, was, der Boden ist 14 Millimeter stark. Was ist denn da dazwischen? Ich habe keine Ahnung. Oh, das ist aber ziemlich schwer. Komisch. Verstehe ich nicht. Ach, das finden Sie komisch? Ich meine ja bloß. Ich weiß also wirklich nicht. Keine Ahnung. Heroin. Das Zeug ist mindestens 300.000 Mark wert. Ich weiß davon nichts. Das schwöre ich. Seit 3 Jahren bin ich bei der Geisterbahn. Ich habe immer solche Koffer mitgehabt und immer war das Werkzeug drin und nichts anderes. Ich nehme an, dass Sie damit einverstanden sind, dass alles beschlagnahmt wird und der ganze Transport untersucht wird. Gratuliere, Herr Kollege. Sie haben einen ganz, ganz großen Fisch gefangen.
alarmieren. Das war auch richtig, Herr Klipp. Gehen wir eben nach oben. Jetzt fehlt uns nur noch das Mordmotiv. Warum wurde Forster ermordet? Warum wurde von Horn ermordet? Bei Zink ging es immerhin um Millionengeschäfte. Da ist alles drin. Ja, kann sein. Die beiden wussten zu viel. Wagen und Kollegen sind da. Gut. Villa Zink kann umstellt werden. Geben Sie mir meinen Mantel. Und den Hut. Guten Abend. Guten Abend. Meine Herren, die Lage ist bekannt. Zweimal nach links, zweimal nach rechts. Und wir schauen uns das mal an. Ja. Warte, ich komm gleich wieder runter. Kriminalpolizei! Bitte machen Sie auf. Mitten in der Nacht? Was wollen Sie denn? Wir müssen unbedingt Herrn Zink sprechen. Da weiß ich aber nicht, ob ihm das recht ist. Ich auch nicht. Meine Herren, Sie bleiben erstmal hier und wir beide versuchen ihn rauszuholen. Sie kommen hier nicht raus! Kunstschütze, was? Der Krankenwagen kommt. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt gehen. Leb wohl, Tante Helene. Gestern Abend hast du mir hoch und heilig versprochen. Wann gestern Abend? Gleich nach dem Tee. Um welche Zeit war das? 5:30 oder so. Waren Sie hier gestern Abend? Hier im Haus? Bis der Anruf kam wegen Forst. Sie verdächtigen mich doch nicht. Ich bin doch kein Mörder! Soll ich Ihnen noch einen Kaffee kochen? Diese Madame Silvia, die hat mich alles prophezeit. Bösen Trubel, Aufregung, Ärger. Wer ist denn Madame Silvia? So eine Wahrsagerin. Ich gehe mal zu Konrad. So, der Werkzeugfabrikant Schrader ist auch festgenommen. Damit haben wir wohl den ganzen Ring. Ich werde mich jetzt mal diesen Herrn Zink vornehmen, aber ausgiebig. Und Sie sollten sich noch mal auf dem Rummelplatz umsehen. Genau, das war meine Idee. Ah ja. Bitte.
Möchten Sie vielleicht Milch oder Zucker? Nee, danke, ich trinke nur so. Tut mir leid mit Ihrer Frau, Mutter. Hoffentlich ist es nichts Ernstes. Mami, wo ist das Messer? Psst, was wird's denn damit? Ein Witterung machen. Wir hatten doch immer ein Taschenmesser. Mutter hatte doch immer eins. Wo steckt das Ding denn bloß? Wie sieht's denn aus? Ach, so ein altes, altmodisches Perlmutt-Taschenmesser. Ich glaube, die Dinger werden überhaupt nicht mehr hergestellt. Es handelt sich um Notfall, Herr Doktor. Wir haben heute Morgen geröntgt. Sie hat kaum eine Chance. Wenn sie Glück hat, geht es schnell. Ich werde Sie nicht unnötig aufregen. Sie wissen Bescheid. Herr Reit. Herr Klipp. Ich habe eben die Karten gefragt, ob ich Besuch bekomme, und die Karten haben ja gesagt. Und jetzt sind Sie gekommen. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke, Frau Riedmüller. Was ist denn eigentlich los? Sie wissen alles. Nicht wahr, Herr Klipp? Ja. Ich weiß nur nicht, warum Sie es getan haben. Zink hatte Forster fest in seiner Hand. Ich weiß auch nicht, wieso. Forster wollte aussteigen und war nervös und hat den Jungen geschlagen. Immer und immer wieder geschlagen. Schlafen Sie jetzt ein bisschen. Was war denn mit Paul? Unfall, sagen die vom Gerichtsmedizinischen Institut. Ich fand es heute Nacht auf meinem Schreibtisch, das Gutachten. Die sind sich ihrer Sache ganz sicher. Ich dachte schon. Sie dachten an Zink, nicht wahr? Nein, Zink war es nicht. Aber er sitzt jetzt, wir haben ihn überführt. Wird man mich jetzt unter Mordanklage stellen? Das wäre schrecklich für Toni, sie weiß von nichts. Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung, wie lange es dauern wird, bis die Ermittlungen so weit sind, dass in dieser Sache überhaupt Anklage gegen irgendjemand erhoben werden kann, Frau Riedmüller. Ich tappe da völlig im Dunkeln. We'll be right back.